all the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. I could not look, nor could I look away. Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder im feuchtesten Kerker unterwegs. Und ich freue mich drauf. Ich habe nämlich jetzt eine ganze Weile nicht aufnehmen können, wollen, was auch immer. Und ich werde nicht weiterspielen. Hier, Flacker ist auch schon. Der will! Flacker wäre zum Beispiel Kandidat für die Hexe zum Durchmachen. Ich überlege gerade, wen würde ich denn dann noch mitnehmen? Wahrscheinlich Guppy. Da darf ich aber nicht mehr weiter leveln. Besessen von Übernatürlichen, ja. Wer kann halt ganz gut. Pistolenschuss kann halt auf jeden Fall angreifen. Was ziemlich nice ist. Das macht gar nicht so wenig Schaden, glaube ich. Da hätte ich Guppy, Flacker. Dodge würde ich gerne noch Level 2 machen. Dann kann die nämlich mit ihrem Dolchwurf auch da angreifen. Und. Kann ich dann. Kann. Und der kann auch angreifen. Würde ich wahrscheinlich das Goktool als so ein bisschen Tank mitnehmen. Weil er halt gebrechlich ist. Das ist aber, glaube ich, der Einzige, der wirklich guten Fernkampf hat gerade. Und ein bisschen was aushält. Weil der greift überhaupt nichts an. Was irgendwie da hinten ist. Der mit dem Hund könnte noch da angreifen. Aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Also so viel Schaden macht der nicht. Der ist eher auf Bluten ausgelegt. Der greift halt. Heilige Lanze. Wenn ich das habe, kann ich hinten angreifen. Das wäre dann vielleicht hilfreich. Wenn ich noch einem Heilige Lanze beibringe. Okay, aber erstmal müssen wir wieder weitermachen. Moment mal. Bevor ich hier weitermache. Ah, okay, das haben wir also schon geschaut. Alles klar. Dann. Wir brauchen einen Nicht-Bosskampf, der einfach ist. Ich schließe 100% der Raumkämpfe ab. Im Idealfall, wenn ich. Dodge muss ich noch einmal einen aufleveln. Ich bräuchte auch. Einen Heiler. Kronk ist gerade nicht so geil drauf. Dann werde ich wahrscheinlich Flacker mitnehmen, denke ich. Und wenn ich dich vorne hinstelle. Oder ich nehme halt. Ja, ich nehme Rotfeder mit. Der müsste auch gehen. Oh, der ist gläubig? Der Aussätzige ist gläubig? So ein Bullshit, Mann. Ach, fuck. Ach, fuck. Der geht dann auch nicht? Ja. Geht nur der Veteran, der sozusagen als Tank mitgehen kann bei dem. Dann kann ich den nicht mitnehmen. Den Unhort. Nehme ich den dann mit? Nehme ich wahrscheinlich Witjok mit. Ich weiß es noch nicht, ob das so viel bringt, weil Bluten. Zerrüttete Familie. Ich weiß noch nicht, was das so richtig bedeutet. Ich raff's nicht. Aber ich nehme halt Pete mit. Dann habe ich zwei Nahkämpfer. So. Ja, das geht auch. Würde ich sagen. Und dann machen wir einen langen Spaziergang. Entfernt Sterblichkeitsschwächung.
pflichtfertige Wache. Der kann nur Stress lindern. Weil wir müssen jetzt auch mal gucken, was wir hier für Lagerfähigkeiten haben. Stress lindern. Stress lindern. Doch, er wird. Achso. Die eigenen Stress lindern. Verlust von 20% LP. Alle Gefährten. Stress und 20 gelindert. Wow! 20% Lebenspunkte verlieren und dafür den Stress krass heilen. Das ist. Ja, was ist denn der Skill? Quarantäne. Ach, weil er selbst nichts isst oder was? Ein Gefährte, 50 Stressschaden, Stress lindern, daher wird er dann erhöht. Bringe Lichtstärke um 100, Stress wird um 15 erhöht, ein Gefährte Heilung um 50%, entfernt Sterblichkeitsschwäche. Hm. Die Lagerfähigkeiten sind alle nicht geil. Wundversorgung. Nur selbst Chance auf Erkunden. Gewährt ein Inventargegenstand? What? Krankheit des Ziels wird entfernt. Eine gefährliche Krankheit des Ziels wird entfernt. Okay. Die Erinnerung ist sinnvoll, der Stress von 5 gelindert, eine Gefährdung, Stress von 5 gelindert, zum Ende von 200 Stressschaden. Das wäre doch mal eine begeisterte Ansprache. Begeisterte Ansprache und eine Wundversorgung brauche ich auf jeden Fall wahrscheinlich beim anderen am besten dann. Wobei, das mit dem Stresslern habe ich ja schon. Hallo. Hat der noch Stress um 20 gelindert? Plus Prezi, plus Crit! Aber halt nur selbst. Alter. Mega viele Widerstände. Der hat ziemlich geile Lagerfähigkeit. Ich muss, glaube ich, mal. Kann ich dem überhaupt schon sowas geben? Ja, die sind gar nicht hier, ne? Was sind eigentlich sonst noch für Fähigkeiten? Nahkampf, zerhacken, okay. Selbst Buff, minus Ausweichen, minus Abwehr. Selbst heilen, plus Widerstände. Präzision, Grund wird einschüchtern. Minus Schaden, minus Prezi. Was kann er noch haben? Zerschlagen, Schadenmodifikator, Kritmodifikator. Nahkampf, Schaden, zurückschlagen. Feindliche Gruppe tötet alle Gegner dieser Art Leichnam. Aber ich habe nicht genug Geld, um da noch irgendwas auszugeben. Habe ich gar nicht in die Lagerfähigkeiten überhaupt einstellen. Weiß nicht, wo ich die bessere Rüstung, Kloster. Kampffähigkeiten, Kampfgegenstände, sind Memoranen, reduziere Stress, behandle Ticks und Krankheiten, reduziert Stress, besuche Gräber gefallener Helden. Das ging irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Bin ich doof? Behandle Ticks und Krankheiten, zählen Gegenstände. Hä? In time, you will know the tragic extent of my failings. Der Quatsch. Der Quatsch. Das. Das. Ah, die Waldläuferin, genau. Die habe ich verpasst. Hat auch noch auf dem Geholle, das habe ich jetzt nicht, kein Geld für, ich muss so aufbrechen. Frage ist, will ich kurz machen oder will ich mittel machen? Nur Kreuzfahrer, Chance auf Betäubenfähigkeit.
Das ist ziemlich awesome. Das ist doch der Kreuzfahrer, genau. Ich glaube, dann werde ich das versuchen. Schließe alle Raumkämpfe ab. Gepäck. Oh, das ist Mittel. Das ist auch Mittel. Aber ich glaube, ich will lieber hier die Raumkämpfe abschließen als da. Ich habe nämlich jetzt kein Gift dabei. Was ist denn das eigentlich, was ich hier krieg? Hundemeister, Chance auf Betäubenfähigkeit. Der Hundemeister hat eine Betäubenfähigkeit? Totschläger. Betäuben. Ah. Hat er noch nicht bei mir. Okay. Gepäck. So, wir nehmen noch eine Schaufel mehr mit. Fackeln erstmal auf jeden Fall. Nehmen wir mal 10 mit. Essen. 12. Das wird schon. Das wollte ich nicht heute den da haben. Das ist schon ein bisschen knapp. Machen wir Sparvariante heute. Oh, 100% der Raumkämpfe. Dann gehe ich erstmal hier runter. We can slay them even faster. Okkultes Gekritzel. Nee. Das sieht mir gefährlich aus. Und da ich nicht weiß, was ich dazu benutzen müsste, um das irgendwie so entziffern oder so. Nee. Lass mal. Das ist schon mal kein Raumkampf, den ich abschließen müsste. Aber was soll's. Wie ist denn der Giftwiderstand? 40%. Doch, ich habe ja Gift dabei gehabt, aber nicht so viel. Dolchwurf 5 bis 11. Ich liebe die. Nice. Trotzdem 11 gemacht. Das ist am besten Mantel voll mit Blut. Ja, der macht halt Stress ohne Ende erstmal. Hä? Kriegt nur der Stress? Ist da irgendeine passive Fähigkeit, die ich nicht kenne? Das ist ja krass. Was kriegt denn nur der Stress? Their formation is broken. Maintain the offensive. 1. Und er blutet. Das hat sich ja gelohnt. Durchwurf, komm. Zack. Continue the onslaught. Destroy them all. Versuch es nochmal zu heilen. Besser. Blut für 6 Schaden pro Runde, Mann. Das heißt, das halbe Leben geht dabei drauf. Ich will den nochmal heilen. Zu heilen versuchen. Ja, wenn ich es nochmal geheilt hier. So, und jetzt haut drauf. Nicht schaden. Ja, ein Achievement bekommen. Dann kriege ich jetzt nämlich einen Haufen Schaden noch. Flip. Der gibt der. Schön. Ein bisschen Gold abgesnaggert. So, mal eine Fackel anzünden, damit wir ein bisschen Licht haben. So. 100% Giftwiderstand 40. Glaube ich lieber Dualdolche.